Ben, was für eine verrückte deutsche Meisterschaft. Wie immer. Wie immer, genau, das ist das Stichwort. Ihr seid direkt in der ersten Runde weggefahren und dann vorne, ganzen Tag. Ja, es war brutal hart. Wir wussten, dass wir, wenn Lippo und ich vorne sind, dann machen wir es natürlich Nils und so super schwer. Das war von vornherein klar für uns. Wir wollten auf jeden Fall auch in der Überzahl sein vorne. Und dann war es halt auch vorher so besprochen, dass einer halt ein bisschen mehr arbeitet. Das habe ich dann gemacht, um auch die anderen vielleicht ein bisschen müde zu machen. Auch gerade in Asenhoch bin ich ein paar Mal richtig schnell hochgefahren, um da halt auch ein bisschen den Vorsprung zu halten und eine Selektion dann schon mal hier herbeizuführen. Am Ende ist es ein bisschen schade, dass Lippo das nicht durchziehen konnte, aber man muss auch sagen, Marco war brutal stark heute. Also das haben wir schon Mitte des Rennens gemerkt und dann sind wir auch weniger gefahren. Dann haben wir auch gesagt, nee, ey, wenn wir eh keine Chance haben zu gewinnen, dann beziehungsweise es super schwer wird, dann fahren wir auch nicht mehr so viel. Und dann hatten wir eigentlich eine gute Situation mit Lippo und Marco vorne. Ich konnte hinten nur noch drauf sitzen und bin dann mehr oder weniger auch mein eigenes Rennen gefahren. Aber ich muss auch sagen, ich hatte dann irgendwann auch nicht mehr die Beine, weil ich halt viel gearbeitet habe. Vierter ist für mich super. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so weit vorne reinfahre. Hat super viel Spaß gemacht und zeigt, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch das Niveau habe, um ganz vorne mitzufahren. Und ja, ich bin stolz drauf, dass ich ohne Funk bei so einem taktischen Rennen so weit vorne reinfahren kann. Und das als ehemaliger Mountainbiker, von daher passt alles. Du hast gerade das ganze Rennen super gut zusammengefasst. Eine Frage habe ich noch, und zwar am Anfang lief der Vorsprung immer so zwischen 2 Minuten und 2,5 Minuten. Habt ihr da gehofft, okay, wann geht's endlich richtig auf, oder habt ihr sogar gedacht, kommt vielleicht jetzt noch einer von uns nach vorne? Also wir haben zwischendurch gehofft, dass vielleicht mit Kochi und Nico noch wer kommt. Deswegen sind wir auch nicht komplett voll gefahren. Aber die kamen dann halt auch nicht. Ne? Und dann, als wir irgendwann 5 Minuten oder was hatten, dann war eh klar, dass das zwischen uns ausgemacht wird. Und die letzte Runde war irgendwie auch surreal. Wir sind da rumgeeiert, keiner konnte mehr. Und das war dann irgendwie Not gegen Elend nur noch. Danke, Ben. Bitte.